und herzlich willkommen beim Hetnat ABC. Ich zeige euch heute das Doppelstäbchen. Wie man die Anfangsschlinge macht und die Luftmaschen, das wisst ihr schon. Deshalb zeige ich die etwas schneller. Ich schlage ja stets 12 Luftmaschen an für ein Musterläppchen. Nun beginnt die erste Masche. Wieder arbeite ich hier etwas anders, wie ihr es vielleicht von vielen Anleitungen gewohnt seid. Ich arbeite zunächst 3 Luftmaschen für die Höhe und nun häkle ich das erste Doppelstäbchen in die 4. Luftmasche. 1, 2, 3, 4 oder wenn ihr von hier zählt, ist es die 12. Ich lege den Umschlag 2-mal um die Nadel, steche dann hier auf der Rückseite oder eben wie ihr es gewohnt seid, in die Luftmasche ein und hole den Faden durch. Und nun habe ich 4 Schlingen auf der Nadel. Die schlinge ich nun in 3 Arbeitsschritten mit jeweils 2 Schlingen abmaschen. Schlinge ich diese Schlingen ab. Einmal 2, zweimal 2, 3x2 und nun ist das erste Doppelstäbchen fertig. Wieder 2 Umschläge von unten kommend um die Nadel legen, in die folgende Masche einstechen und den Faden durchholen. Nun habe ich wieder diese 4 Schlingen, Faden holen und die ersten 2 Schlingen abmaschen. Jetzt sind es noch 3. Dann die zweiten 2 und die dritten 2. Wieder 2 Umschläge um die Nadel legen, einstechen, Faden holen und 3x 2 Schlingen zusammen abmaschen. Im Vergleich zum normalen Stäbchen werden also hier 2 Umschläge gearbeitet. Deshalb also das Doppelstäbchen, weil es einen doppelten Umschlag benötigt. Und wir haben hier eben einen Arbeitsschritt mehr als wie beim Stäbchen. Dort werden nur 2x 2 Schlingen zusammen abgemascht. Und hier eben 3x. Und hier in die letzte Masche ebenfalls. Wie gewohnt einstechen und ein Doppelstäbchen arbeiten. Ihr seht, da bekommt man mit der ersten Reihe schon eine schöne Höhe. Diese Luftmaschenkette zählen wir nicht, diese 3 vom Anschlag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Doppelstäbchen. Nun häkle ich wieder 3 Luftmaschen für die Höhe. Das hier ist meine erste Einstichstelle. Ich arbeite also 2 Umschläge, steche in die erste Einstichstelle ein, hole den Faden durch und nun wieder wie zuvor 3x 2 Schlingen zusammen abmaschen. Ich arbeite nun bis ans Ende der Reihe
Und dann zeige ich euch noch die Variante mit dem anderen Reihenwechsel, bei dem also für die erste Masche 4 Luftmaschen als Ersatz gehäkelt werden. Da gibt es dann wieder kein richtig oder falsch, da kann dann jeder selbst entscheiden, welche Variante er wählt. Und hier ist eben dann die letzte Masche. Diese drei Luftmaschen hier an der Kante bleiben jeweils unbehäkelt. So, nun zeige ich euch die Variante mit den 4 Luftmaschen als Ersatz. 3, 4. Diese 4 Luftmaschen sind nun der Ersatz für das erste Doppelstäbchen. Das heißt, diese Masche hier wird nicht behäkelt. Das hier ist meine nächste Einstichstelle. Wieder 2 Umschläge auf die Nadel nehmen und in diese Einstichstelle einstechen. Es gibt dann noch die Dreifachstäbchen und die Vierfachstäbchen. Die werden also auf die gleiche Weise gearbeitet. Statt 2 Umschläge legt man eben beim Dreifachstäbchen 3 Umschläge um die Nadel, beim Vierfachstäbchen dann 4 und mascht dann jeweils 2 Schlingen auf einmal ab. So wie wir dann hier eben 3 Arbeitsschritte jetzt haben beim Doppelstäbchen, hat man beim Dreifachstäbchen 4 Arbeitsschritte. Nun wende ich wieder mit 4 Luftmaschen als Ersatz für das erste Doppelstäbchen. Hier sieht man wieder, dass das auf diesem ersten Stäbchen sitzt, also diese Einstichstelle nicht behäkeln. Erst die folgende. Und nun häkle ich noch bis ans Ende, damit ihr sehen könnt, wie man dann eben diese letzte Masche behäkelt, die ja aus der Vorreihe aus 4 Luftmaschen besteht. Nun bin ich also hier angelangt. Hier sind diese 4 Luftmaschen und in diese oberste Luftmasche arbeite ich mein letztes Doppelstäbchen, also einstechen und wie gewohnt 3x2 Schlingen zusammen abmaschen. Und so sehen dann eure Doppelstäbchen aus. Wie gesagt, die Kante könnt ihr selbst entscheiden, wie ihr den Reihenwechsel vornehmt. So sehen sie auf der Rückseite aus. Und nun wünsche ich euch viel Spaß damit.